إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Das ist unsere siebte Dars von Regeln über die Bid'ah im Islam. Und das ist unsere 13. Regel im Allgemeinen und dritte Regel in Bezug auf die zweite Grundlage, und zwar das Austreten über das System von der Scharia. Wir haben zwei andere Regeln behandelt, die in Bezug auf diese Grundlage. Wer kann mir da die beiden bitte sagen? Also die erste Regel: Alle Glauben, Meinungen und Wissen, Arten, die gegen Scharia, gegen Schar, Koran und Sunna und Einigung der Salaf sind Bid'ah. Ja, richtig. Und die zweite Regel in Bezug auf diese Grundlage, das Austreten über das System von Scharia. Alle Glauben, die nicht im Koran und Sunna existieren und nicht von den Sahaba niedergeschrieben wurden, oder nicht nur niedergeschrieben, Sahaba haben nicht viel geschrieben, wurden nicht von Sahaba erwähnt, wurden nicht von Sahaba erwähnt, auch von den Tabi'in, das ist eine Bid'ah, das in Bezug auf Glauben. Alle glauben, richtig. Jetzt unsere dritte Regel in Bezug auf diese Grundlage, 13. Regel im Allgemeinen. Der Streit und Disput und Al-Mira fi din Bid'ah. Ich erkläre, was Al-Mira ist. Al-Mira, ich habe dafür kein Wort auf Deutsch gefunden. Der Streit, Disput und Al-Mira in der Religion ist eine Bid'ah. Der Streit und Al-Mira, es gibt eine Ähnlichkeit zwischen Disput und Al-Mira. Al-Jidal, Disput ist, gibt es was Gutes und was Schlechtes. Wenn man die Wahrheit verteidigt, dann dieser Disput ist gut.
Und wenn man aber nicht die Wahrheit verteidigt, wenn nur seine Meinung zeigen, das ist nicht gut, das ist schlecht. Al-Mira ist alles schlecht. Al-Mira enthält eine Art von Hochmut, jemand, der streitet in der Religion, aber er will nicht aufgeben, dass er die falsche Meinung hat, oder er will nur zeigen, dass seine Meinung die Wahrheit ist. Also sein Ziel ist sein Nefs. Und egal, ob er die Wahrheit sieht oder nicht, oder er sieht, dass er keine Wahrheit besitzt, er macht weiter in seinem Streit. Das ist Al-Mira. Al-Mira ist in der Religion, ist es Bid'ah. Also unser 13. Regel, der Streit und der Disput und Al-Mira in der Religion ist ein Bid'ah. Der Autor sagt, diese Regel schließt erstmal die Frage über Mutashabihat. Wir haben im Usul Fiqh letzten Dars oder vorletzten Dars über Al-Muhkam wal-Mutashabih geredet. Es gibt im Koran Al-Muhkam. Das hat nur eine Bedeutung. Und das kennen die Wissenschaftler, kennen seinen Sinn. Al-Mutashabih das sind die unklaren Verse. Das sind Al-Mutashabih. Das sind die unklaren Verse. Die unklaren Verse sind zwei Arten. Oder Al-Mutashabih sind zwei Arten. Al-Mutashabih gibt ein relative Mutashabih und es gibt eine wahre Mutashabih. Relative Mutashabih, was ein Wissenschaftler kennt, andere nicht. Also es hängt vom Wissen. Ich kann das wissen, du kannst es nicht wissen. Die wahren Mutashabih, was nur Allah kennt, wie zum Beispiel die Art und Weise der Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand weiß das, nur Allah. Das ist die wahre Mutashabih. Diese Regel schließt die Frage über diese Al-Mutashabih. Jemand, der fragt nur über die undeutlichen Sachen, die nur Allah kennt. Und der Autor hat ein Beispiel gegeben. Das ist die Geschichte von Sabir. Sabir ist ein Mensch, der lebte in der Zeit von Umar. Der hat nur über Mutashabihat gefragt, nur über undeutlichen Sachen gefragt, damit er ein Fitna bringt. Umar hat das gewusst, hat ihn zu ihm gebracht und er hat ihm richtig gehauen, Umar. Umar sah, dass dieser Mensch wird mit ihm kein Sprechen helfen. Der hat ihm richtig gehauen. Und er hat ihn nach Al-Basra geschickt und er hat dort die Leute befohlen, niemand soll mit diesem Mann sprechen, mit Sabir. Und in Al-Basra, die war allein, niemand hat mit ihm gesprochen, bis er At-Tawbah gemacht hat, bis er gesehen hat, dass er irre war durch diese Fragen nach den undeutlichen Dingen. Und als Al-Khawarij nach Umar aufgetaucht haben, die kamen zu Sabir und sagen ihm, das ist deine Zeit. Und er sagte, nein, die Tat von dem tugendhaftigen Mann Umar hat mir geholfen. Und der kehrte nicht zurück zu diesen Fragen über die undeutliche Ayat. Ein zweites Beispiel hat der Autor gebracht und das ist die Frage nach wie. Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Der Mann hat Imam Malik gefragt, wie Allah über seinen Thron erhob. Das ist auch eine Frage über Mutashabi. Al-Mutashabi, die wahre Mutashabi ist nur, was Allah kennt. Die Art und Weise von Sifa, von Eigenschaft kennt nur Allah subhanahu wa ta'ala.
warum fragst du? Und Imam Malik hat eine bekannte Antwort gegeben, der sagt, Al-Kayfu ghayru ma'qul. Die Art und Weise der Sifa ist unbekannt. Wal-Istiwa'u minhu ghayru majhul. Al-Istiwa ist bekannt. Wir wissen, was das Erhoben, wissen wir. Den Sinn wissen wir. Aber die Art und Weise kennen wir nicht. والإيمان به واجب. الإيمان إيمان عن diese Eigenschaft und dieser Istiwa ist واجب. والسؤال عنه بدعة. Die Frage danach ist بدعة. Das ist ein deutliche Aussage von Imam Malik, dass die Frage nach المتشابه ist ein بدعة. فإني أخاف أن تكون ضالا. Und die hat befohlen, dieser Mann, damit dieser Mann raus aus seinem Moschee. Sheikh al-Islam sagt über diese Frage von diesem Mann zu Imam Malik, لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر. Weil dies ist eine Frage, über was die Menschen nicht kennen, nicht wissen. ولا يمكنهم الإجابة عنه. Und die können nicht antworten, wie die Eigenschaft ist. Warum? Warum können wir nicht antworten? Weil wir das Wesen nicht kennen, deshalb kennen wir auch nicht die Eigenschaften. Also die Frage über die Eigenschaften ist ein Mutashabih und ist ein Bid'ah. Er sagte weiter, Sheikh al-Islam, هذا الجواب من مالك رحمه الله في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات. Diese Antwort von Imam Malik رحمه الله über الاستواء ist heilend, reichend für alle Eigenschaften. Das ist ein Regel jetzt. Genau wie das Runterkommen und die Hand und Gesicht und die anderen Eigenschaften. Das ist wichtig, das zu wissen. Diese Aussage von Imam Malik ist eine Regel geworden. Und er sagt, also die Aussage von Sheikh al-Islam ist beendet. Das ist in Majmu' al-Fatawa. Der Autor sagt: ومعلوم أن أسماء الله وصفاته وأفعاله من جهة كيفيتها من المتشابه. Er sagt: Und ist bekannt, dass die Namen von Allah, seine Eigenschaften, seine Taten und in Bezug auf die Art und Weise ist von al-Mutashabih. Was nur Allah kennt. Und die Frage danach ist eine Bid'ah. Also die erste dieser Regel schließt erstmal die Frage nach Al-Mutashabih. Al-Mutashabih sind undeutliche Dinge, die nur Allah kennt. Die nur Allah kennt. Al-Mutashabih, habe ich gesagt, in zwei Arten. Relative Mutashabih und wahre Mutashabi. Der relative Mutashabi ist, was nicht alle Leute kennen. Kann sein, dass ich dies kenne, du kennst ihn nicht. Aber die wahre Mutashabi ist das, was nur Allah kennt. Wie die Eigenschaften, wie die Art und Weise der Eigenschaften. Zweite Sache, die diese Regel einschließt, die Prüfung der Muslime über Dinge. Die Prüfung, das zweite Thema, die diese Regel einschließt, ist die Prüfung der Muslime über ein Thema, die gibt es nicht im Koran und Sunna. Genau wie in der Zeit von Imam Ahmed, die Umma wurde geprüft. Al-Ma'mun und sein Bruder dann nach ihm, Al-Mu'tasim, die haben die Wissenschaftler geprüft. Die sagen ihm, Al-Qur'an, ist Al-Qur'an geschöpft oder nicht? Wenn du sagst, Al-Qur'an ist Allahs Wort und nicht geschöpft, du wirst im Gefängnis oder getötet. Der Zeit von Imam Ahmed. Das ist eine Bid'ah, sowas.
الإمام البربهاري زاكت والمحنة في الإسلام بدعة. المحنة دو بويفز دي لويت نخ أين تيما دي جيبت نشي القرآن والسنة دو بويفز إن ضيش أين بدعة. يا زاكت وأما اليوم فيمتحن بالسنة أبا يا زاكت البربهاري إن زين تسايت أم إن ديزا تسايت كنن في دي لويت ميت السنة بويفن. Weil sagt, inna hadha al-ilma din. Das Wissen ist eine Religion. Sieht von wem ihr eure Religion nimmt. Du musst prüfen. Wenn du von jemandem das Wissen nimmst, oder Ahadith, da musst du ihn prüfen, ob wirklich geht nach dem Koran und Sunnah oder nicht. Also diese Prüfung ist erlaubt, kein Bid'ah. Bid'ah ist das Die Prüfung über Themen, die gibt es nicht im Koran und Sunna. Also schließt auch diese Regel, das fanatisch sein und auch die Zugehörigkeit, die spaltete Umma. Und das Knüpfen, die Anhängerschaft und Hass in diesem Bezug. Und das gibt es in jeder Zeit. Das Fanatisch sein über und auch die Zugehörigkeit und auch das Knüpfen der Anhängerschaft und Hass über diese Zugehörigkeit und Fanatisch sein. Wir erklären, Sheikh al-Islam erklärt diese Aussage, sagt, Man darf nicht eine Aussage. Man darf nicht eine Aussage von jemandem nehmen als Maßstab. Und du nimmst diese Aussage als eine Anhängerschaft. Und dadurch wirst du die Leute lieben und hassen. Nach einer Aussage. Außer die Aussage von Allah und seinem Propheten. Und was die Einigung der Wissenschaftler dieser Umma. Bell, die sagt, doch diese, sondern diese Tat ist eine Bid'ah. Die Leute, die nehmen einen Mann oder eine Aussage und dadurch, durch diese, das Folgen dieser Mann oder die Aussage, die spalten die Umma. Und die nehmen diese Aussage als Anhängerschaft und Hass. Und das ist eine Bid'ah, heißt das. Das ist eine Bid'ah. Oder du sagst, ich bin, das ist eine Gruppe jetzt, die wir im Umma jetzt. Der heißt so und der andere so. Und der gehört dieser Gruppe. Warum gibt es viele Namen? Warum? Warum? Muawiyah ibn Abi Sufyan. Fragt Ibn Abbas, bist du auf dem Weg von Ali oder bist du auf dem Weg von Uthman? In der Zeit von Fitna. Faqal Ibn Abbas, ich bin nicht auf dem Weg von Ali und ich bin nicht auf dem Weg von Uthman. Ich bin auf dem Weg von Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ich bin Muslim. Und ich verstehe diese Religion genau wie es Salaf es verstanden haben. So, ich gehöre nicht einer Gruppe. Die heißt so und so. Das stimmt, das ist eine Bid'ah, heißt das. Ich verstehe Al-Kitab, Al-Quran und Sunna genau wie die Ersten es verstanden haben. Und ich nehme ihre Aussagen und ihre Art und Weise alles ein Licht in meinem Weg. Das ist gut. Aber ich bin Muslim. Und warum? Sollen wir Gruppen machen, jeder, dieser macht Dawah und der andere, der nur das Wissen, der andere, Al-Islam ist umfassend. Das ist genau wie fünf blinde Leute, die haben ihm ein Djemel, ein Kamel gebracht. Und jeder hat ein Stück, ein Organ von dieser Kamel angefasst. Und wir fragen der Erste, was ist Jemel? Der sagt, Al-Jemel
Das sind Zähne. Andere, Elgemmel ist ein Fuß. Der andere sagt, Elgemmel ist ein Schwanz. Der andere sagt, Elgemmel ist ein Bauch. Der andere sagt, Elgemmel, Kamel ist ein Kopf. Und wenn jemand das Licht hat, der sagt, Elgemmel ist ein Tier. Ich sehe die ganze, so ist Islam. Islam ist umfassend. Islam ist umfassend, ist alles. Islam ist alles. Ich bin Muslim. Ich nehme alles. Und Sheikh al-Islam sagt auch, in seiner Zeit war auch Namen. Sagt, es gibt Leute, die sagen, ich bin Shakili oder Qarfandi. Das waren Ausdrücke in seiner Zeit. Das ist Gehörigkeit. Ich gehöre zu einer Gruppe. Anderer sagt, ich gehöre zu einer Gruppe. Und er sagt, wal-wajibu. Und das Pflicht für jedes Muslim. Wenn er gefragt wird, bist du von denen oder von denen, er sagt, ich bin ein Muslim, der folgt das Buch von Allah und die Sunna von Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und das ist die richtige Meinung. Und es gibt ein paar Imme, die sagten, ma ubali ayyun, ich für mich, die beiden Wohltaten sind für mich gleich. Dass Allah mir den Islam gezeigt hat. Oder dass Allah mir diese Bid'ah von vor dieser Bid'ah geschützt hat. Die beiden Wohltaten sind gleich für mich. Und er sagt, Sheikh al-Islam weiter, والله تعالى قد سمانا في القرآن. الله نامته uns im Koran مسلمين مؤمنين عباد الله دي دينا فن الله. فلا نعدل عن هذه الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم ما أنزل الله بها من سلطان. Sag, wir lassen nicht diese Namen zu anderen Namen, die Leute erneuert haben. Ohne Beweis. Also diese Namen, das sind unsere Namen, so wie Allah uns genannt im Koran. Muslimi, Mu'minin, Ibadallah. Das dritte Thema, die diese Regel einschließt, Rami wahidin min al-Muslimin bil-Kufri awil bid'ati duna bayyina. Also du sagst zu jemand, ein Muslim, dass er Kafir ist oder das gehört ein Bid'at ohne Beweis. Und das ist nicht die Art und Weise von Ahl-Sunnah. Ahl-Sunnah, die reden nicht so schnell, die geben nicht Urteile so schnell, ohne Beweise. Man braucht Zeit, muss man langsam alles machen, nicht nur schnell. Du bist so oder du bist so. Nein, nur mit Beweis, immer mit Beine, mit Beweis. Qala ibn Battah, al-Imam ibn Battah sagte, wa-shahadatu bid'ah. Was bedeutet al-shahad? Du sagst zu jemand, du gehörst Paradies oder du gehörst Jahannam. Das ist ein Zeugnis. Das ist eine Bid'ah. Woher weißt du, dass er von gehört, die Leute von Paradies oder von Jahannam. Woher weißt du das? Nur mit Beweis. Nur was der Prophet gesagt hat. Die Sahabe, die 10 oder die anderen, wo der Prophet gesagt hat, dass diese Sahabe sind Leute von Al-Jannah oder diese Leute sind Leute von Jahannam. Wal-Wilaya. Al-Wilaya ist Schutzfreundschaft. Du nimmst Leute als Schutzfreunde. Und du hast die anderen ohne nur so, weil dein Kopf es will. Also diese Dinge, die gehören nur Allah. Allah sagt dir, wer dein Freund ist, wer nicht. Das gehört dir nicht. Allah sagt dir das. Und auch Al-Bara'a. Du sagst jemand, ich bin frei von dir. Ich spreche überhaupt nicht mit dir. Weil das darfst du auch nicht mit einem Muslim machen. Nur mit Beweis. Nur mit einem Beweis. Und nur mit einem richtigen Grund, warum du mit ihm sowas machst.
Und diese Leute sind Muslime und auch die Sunna. Das ist auch ein Bid'ah. Sheikh al-Islam sagt über dieses Thema: وأول من ضل في ذلك الخوارج والخوارج المارقون. Die ersten, die diese Irre genommen haben, die waren Al-Khawarij. حيث حكموا لنفوسهم بأنهم المتمسكون بكتاب الله والسنة. Die haben ein Urteil für sich selbst gegeben, das sind die Leute, die an den Koran und Sunna festhalten. وأن عليا ومعاوية والعسكرين هم أهل المعصية والبدع. Die haben gesagt, Ali und Muawiya und die beiden Gruppen, die mit ihnen waren, das sind die Leute von Sünde und Al-Bid'ah. Fastahallu mastahalluh min al-Muslimin. Daraufhin haben die Blut von Muslimen zum Halal erklärt. Das sind die ersten. Al-Khawarij, das sind die ersten Leute, die diese Irre genommen haben. Ohne Beweis. Die sagen, wir sind die Besten, die anderen sind die Leute von Bid'ah. Ohne Beweis. Und das ist nicht die Art und Weise eines Sünder. Das ist eine Bid'ah. Diese Regel ist spezial für Disput und Streit im Kapitel von Al-Aqida und Grundlagen der Religion. Und daraufhin die Kapitel von Al-Fiqh und Urteile von Verzweigungen sind ausgeschlossen. Man darf streiten über die Themen von Fiqh, damit man die Wahrheit zeigt. Man darf streiten über die Themen von Fiqh. Und wir sahen immer, dass Al-Fuqaha haben diskutiert über die Themen von Al-Fiqh. Al-Imam Shafi'i sagt und zeigt uns den Unterschied zwischen Streit im Al-Aqida und Streit im Fiqh. Al-Imam Shafi'i sagt: إياكم والنظر في الكلام. Ich warne euch das Lesen über الكلام. Wir haben gesagt, was الكلام ist. علم الكلام. Wir haben schon erklärt, was علم الكلام. علم الكلام. فإن رجلا also علم الكلام, es ist علم العقيدة, aber mit nicht mit dem Art und Weise von Al-Sunnah. Feststellung, wie Al-Sunnah und Jama'ah die Themen von Al-Aqidah feststellen. Wir haben gesagt, dass die stellen die Themen von Al-Aqidah fest mit rationalen Beweisen. فَإِنَّ رَجُلًا لَوْ سُئِلَ فِي مَسْأَلَةِ الْفِقْهِ فَأَخْطَأَ فِيهَا أَوْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فَقَالْ دِيَتُهُ بَيْضًا. Er sagt, wenn jemand ein Fehler im Fiqh macht, oder jemand wurde gefragt, die unwissend ist, wurde gefragt, ein Mann hat eine andere getötet, wie viel muss er geben, also zum Familie der Getötete. Er sagt, diyetuhu bayda, er soll ein Eier geben. Er sagt, das Höchste, was wir machen können, über ihn lachen. Weil er keine Ahnung hat, normalerweise, er muss 100 Kamel geben. Das ist ein Diyet. Er sagt, diyetuhu bayda, kana aktharu shay'in ayudhaka minhu. Das Höchste, was wir machen mit ihm, wir lachen über ihn, wenn er einen Fehler im Fiqh macht. Walau su'ila fi an mas'alatin fil kalam fa akhta fiha nusiba ila al bid'ah. Und wenn jemand fragt ihm nach einem Thema von der Aqidah und hat dann einen Fehler gemacht, dann es gehört Al-Bid'ah. Und das ist der Unterschied zwischen das Reden von über Fiqh und das Reden über Al-Aqidah. Die Themen von Al-Aqidah sind gefährlich und man muss aufpassen und nicht viel darüber diskutieren. Also das ist die 13. Regel. Das ist die 13. Regel von der Regel von Al-Bid'ah. Der Streit und der Disput und Mira in der Religion Bid'ah. Wir sind fertig mit diesem
Regeln. Die 14. Regel. Hört mich? Seid ihr da? Also die 14. Regel ist إلزام الناس بفعل شيء من العادات والمعاملات وجعل ذلك كالشرع الذي لا يخالف والدين الذي لا يعارض بدعة. Also Zwang der Leute über eine Tat von Handlungen und Beziehungen alles, ob diese Handlungen von Aschara gehören. Dieser Zwang ist eine Bidda. Also man zwingt die Leute eine Gewohnheit oder eine Handlung zu tun, alles, ob diese Handlung Aschara ist. Diese Tat ist eine Bid'ah. Diese Tat ist eine Bid'ah. Und das ist, also wir brauchen nicht viel darüber reden, das ist wie zum Beispiel diese Steuern. Die Steuern oder die Zoll. Das sind wie es Zakat geworden. Und wenn man das nicht bezahlt, muss man bestraft. Das ist alles, das gehört al-Bid'ah. Also dass diese zwei Dinge gehören diese Regel. Und auch das Nehmen, ich mache jetzt eine Zusammenfassung, was der Autor gesagt hat. Und auch das Nehmen von den Unwissenden und das Stellen der Unwissenden ist in einem Sitz oder in einem Ort der Wissenden. Wir nehmen ein Mufti als unwissend und er wird uns Fatwa geben. Es gibt in vielen Orten sowas. Es gibt in vielen Orten, genau wie zum Beispiel die großen Instituten jetzt in unseren arabischen Ländern und islamischen Ländern, die nehmen die Unwissenden für Direktion dieser großen islamischen Instituten. Und das ist auch das ist ein Bid'ah. Warum ist das Bid'ah? Weil dieser Unwissende, er wird Fatwa geben ohne Wissen. Und dadurch wird seine Unwissenheit verbreitet. Und das ist Al-Bid'ah von diesem Seite. Auch die Steuern und dieser Zoll ist ein Bid'ah, weil es ist wie Religion geworden. Es ist Pflicht geworden. Wie eine Religion, was sie nicht dürfen. Dass diese Steuern und diese Zoll und diese, das ist alles Haram. Das ist alles Haram. Diese Regel ist speziell für die Handlungen und Beziehungen. Und das ist, es ist eine Bid'ah in Bezug auf das Austreten aus dem System der Scharia in Bezug auf Gewohnheiten und Beziehungen. Und das ist, diese Handlungen, die werden wie Pflicht ist. Das ist Al-Bid'ah. Diese Handlungen, die gibt es nicht im Koran und Sunna, die werden Pflicht. Normalerweise, die Staat soll die Leute Geld geben. Das ist ihre Aufgabe. Die kann nur das Geld nehmen von den Leuten, nur wenn ein Vorteil da ist dadurch. Nur wenn ein Vorteil dadurch gibt. Es gibt kein Geld mehr, die Leute müssen was geben. Aber wenn Geld da ist, der Staat muss die Leute Geld geben. Weil das Geld gehört die Leute, nicht von ihnen das Geld nehmen. Und das Geld wird benutzt gegen die Vorteile der Muslime überall.
Also diese Tat, die Bida ist es gegen die Zwecke von Scharia, das Austreten aus dem System von Scharia. Die 15. Regel, das Austreten über die feste Stellung, das Austreten über die feste Dinge von Scharia und das Änderung die, über die Straftaten, Hudud, die Änderung der Hudud, die rechtmäßigen Hudud, ist eine Bid'ah. Also, in Scharia gibt es Themen, die fest sind. Es gibt Strafen, die fest sind. Zum Beispiel, Allahu Akbar. Moment, diese Regel hat viele Beispiele. Der Autor hat viele Beispiele gegeben. Er hat eine Aussage von Ibn Rajab al-Hanbali. Ibn Rajab, das ist der Autor des Buches Jami al-Ulum al-Hikam. Das Buch über die Erklärung für 40 Hadithe, das ist ein sehr schönes Buch. Das beste Buch über Erklärung von 40 Hadithe. Das ist ein Schüler von Sheikh al-Islam. Der ist ein großer Wissenschaftler des Islams. Er sagt, der sagt, die Verträge, die rechtmäßigen Verträge und ihre Änderungen, wie zum Beispiel, die machen Hadd al-Zina, Uquba Maliyya. Zum Beispiel, wenn jemand al-Zina begeht, er wird nicht islamisch bestraft, sondern muss er Geld geben. Das ist eine Änderung, das ist eine Bid'ah. Und was Ähnliches. Weil dies ist nicht, es gehört nicht, die Urteile des Islam. ويدل على ذلك هذا بايشبيل ابن رجب جبغخت حديث أبي هريرة في البخاري إن جيشيشت zwei Leute kam zum Prophet صلى الله عليه وسلم ein Mann zwei Männer ein Mann sagte zum Prophet صلى الله عليه وسلم إن ابني كان عسيفا على فلان mein Sohn hat bei diesem Mann gearbeitet. فزنى بامرأتي hat mit seiner Frau Zina begeht. Und ich habe diesem Mann 100 Schaf gegeben und ein Diener. Und der Mann war einverstanden eigentlich. Der war einverstanden. Die beiden sind einverstanden. فقال النبي صلى الله عليه وسلم der Prophet صلى الله عليه وسلم sagt die 100 Schaf und der Diener nimmst du zurück. Und dein Sohn muss 100 Mal geschlagen und ein Jahr außerhalb des Landes leben. Und die beiden, die waren einverstanden. Der Prophet hat ein Urteil von Islam al-Hadd, Urteil von Islam praktiziert. Die Änderung dieser Urteile ist eine Bid'ah. Zweitens, zweite Beispiel. الحيل الباطلة التي يحصل بها تحليل المحرمات أو إسقاط الواجبات الحيل macht الحيلة bedeutet macht man macht eine Tat damit ihr was nicht sein Recht bekommt zum Beispiel wie ein Mann lässt seine Frau scheiden dreimal und er will sie noch mal haben Sie auch. Also, und sie machen so, sie finden jemand, er heiratet sie, nur, aber nicht rechtmäßig hier, aber mit einer anderen Absicht, damit er die Frau halal für den Mann macht. Das ist Hile, ist das. Das ist Hile, ein Beispiel, Hile, ist ein Bidah, ist das. Das ist Hile, bedeutet Hile. قال الشاطبي
مدخل البدعة ها هنا. Also das البدعة ist von dieser Seite, also in diesem Themen, ist الاحتيال الذي أجازه بعض الناس. Also الاحتيال ist das, die machen diese Taten, damit sie was nicht ihr Recht, was unrechtmäßig ist, damit sie das haben. فقد عده العلماء من البدع والمحدثات. Die Wissenschaftler haben das alles Bid'a genommen. Also, dritte Beispiel. Die Zeichen der Stunde. ويمكن أن يلحق بذلك الحوادث التي أخبر صلى الله عليه وسلم أنها تقع وتظهر وتنتشر، وهي تجامع البدع من جهة أن كل منهما مؤذن بتغيير معالم الدين والدراسة. Also er sagt, die Zeichen von der Stunde, sie sind ähnlich wie al-Bid'a in dem, dass, wenn diese Zeichen da sind, das ist ein Zeichen, dass die Religion wird schwach. Die Religion wird schwach. Und auch al-Bid'a eigentlich, die macht auch die Religion schwach. Also sie treffen sich in diesem Punkt. Wie zum Beispiel Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, inna min ashrati sa'a, die Zeichen der, von den Zeichen der Stunden, an yurfa' al-ilm, das Wissen wird aufgehoben. Wa yadhhar al-jahl, die Unwissenheit wird sichtbar, wird sichtbar. Wa yafshu al-zina, Zina wird normal. Wa yushrab al-khamr, das Trinken von Alkohol wird auch normal sein, wird überall sein. Also von diesem Seite, wenn diese Sachen, diese Zeichen da sind, das bedeutet, dass die Religion wird schwach. Auch Al-Bid'a auch macht die Religion schwach. Also von diesem Sinn können wir das so verstehen. Der Autor sagt, diese Regel ist spezial für die Urteile der Definitive von Scharia, die definitive Urteile von Scharia, wie das Verbot von Zina und das Verbot von Alkohol trinken, auch was Scharia festgelegt hat, wie Al-Hudud, die Strafen oder die Erbe oder Al-Kaffarat, also was Al-Shari' festgelegt hat. Also was Al-Shari' festgelegt hat und kommt jemand und macht und ändert das, das ist eine Bid'ah. Die 16. Ich lese jetzt, also nicht schnell, also mittel. Damit wir endlich das Buch beenden. Damit wir das Buch beenden, weil wir fangen die fertig Hadithe an. Und deshalb müssen wir das Buch der Regeln, um Al-Bid'a im Islam zu kennen, müssen wir beenden. Es gibt viel zu sagen hier noch, was Ibn Qayyim gesagt hat, aber das lese ich nicht. Wir lesen die 16. Regel. Und zwar das Gleichmachen wie Al-Kuffar in ihren Besonderheiten von Ibadat und von Gewohnheiten. Das ist Bid'ah. Das Nachmachen ist zwei Arten. Das Nachmachen, was ihre Besonderheit ist, und das Nachmachen, was sie erneuert haben. Das sind zwei Sachen, zwei Arten. Inshallah, nach dem Gebet lesen wir weiter, inshallah. Die 16. Regel. Das Gleichmachen wie
Al-Kafiri in ihrem Besonderheit, in Ibadat und Gewohnheit. Das ist ein Bid'ah. Eigentlich, es gibt viele Beweise aus Koran und Sunna, die verbieten diese Taten. Wie zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala sagt, alles dann brachten wir dich auf einen klaren Weg in der Sache des Glaubens. So befolge ihn und folge nicht den persönlichen Neigungen derer, die nicht wissen. Also das sind die Ahlul Kitab. Alles dann brachten wir dich auf einen klaren Weg. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ. Einen klaren Weg in der Sache des Glaubens. So befolge ihn. Das ist ein Amr, das ist ein Befehl, welcher auf Pflicht hinweist. Und folge nicht, ist auch ein Verbot, folge nicht den persönlichen Neigungen derer, die nicht wissen. Also das ist ein Beweis, es gibt viele Beweise, viele Beweise. Prophet sagt, also trägt Bart, lässt er den Bart. Also macht er nicht wie gleich Juden und Christen. Das ist auch ein Beweis. Es kommt noch warum. Es kommt noch warum. Diese Autor sagt, es gibt viele Beispiele davon, das Unterlassen des Essens von Fett und auch alle Tiere, die Krallen haben, in einer Art und Weise der Anbetung und das gleich machen wie Al-Kuffar. Und auch موافقة الكافرين في أعيادهم ومواسمهم. Das gleich machen wie Al-Kafirin in ihren Festen und Festivalen. قال الذهبي. الذهبي, kennt ihr الإمام الذهبي? الإمام الذهبي, er heißt eigentlich الذهبي, das ist der Name von seinem Vater. Sein Vater hat in Gold gearbeitet. Hat in Gold gearbeitet, mit Gold gearbeitet. Seine Arbeit war in Gold. Und sie haben ihm Al-Dhahabi genannt, der Vater von ihm. Normalerweise müssen sie sagen Ibn al-Dhahabi, aber in der Art und Weise von arabischer Sprache der Zusammenfassung. Sie haben Al-Dhahabi. Al-Dhahabi ist ein Schüler von Sheikh al-Islam. Und das ist ein großer Wissenschaftler im Al-Qira'at, im Art und Weise von Al-Qira'at, im Koran. Er hat das studiert. Er war ein großer Wissenschaftler im Qira'at. Und mit 18 hat ihm sein Lehrer, Ibn Daqiq al-Eid, er sah seine Besonderheit. Deshalb sagt sie ihm, du musst jetzt Al-Hadith studieren. Und das ist die Aufgabe des Lehrers. Er sieht, dass ein Student intelligent ist. Er sagt ihm, was er studieren soll. Er sagt, Ibn Daqiq al-Eid ist auch ein großer Wissenschaftler. Ibn Daqiq al-Eid. Er hat ein Buch, er hat Umdat al-Ahkam. Das ist auch ein kleines Buch, hat das erklärt. Ihkam al-Ahkam, Sharh Umdat al-Ahkam, ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Er zeigt seine Höhe im Wissen. Er war Maliki, dann ist er Shafi'i geworden, ist Mujtahid in beiden Madahib, Maliki und Shafi'i. Er ist ein großer Usuli und Faqih.
الإمام ابن دقيق العيد ديال الشيخ والإمام الذهبي. ودان هات إيه الحديث ستوديغ الإمام الذهبي und er war ein großer Wissenschaftler im Al-Hadith, Al-Hafiz al-Zahabi. Und besonders im Ilm al-Rijal. Er hat, viele Bücher im Ilm al-Rijal. Damit, also die Männer, der Wissen des Männer, der sagt, die Lebensläufe, das Gute und das Schlecht. Ein Wissenschaftler hat ihm über ihn gesagt, alles, ob alle Leute in einem Ort sind, er sieht sie und sagt, er ist so und er ist so. Sein bekanntes Buch Sir A'lam al-Nubala, auch in der Geschichte, und hat auch ein Buch besonders in der Geschichte, Tarikh al-Islam, Tarikh Duwal al-Islam, die Geschichte des Staaten des Islams. Er war auch ein sehr großer Wissenschaftler in der Geschichte, Imam al-Zahabi. Er sagt: أما مشابهة الذمة في الميلاد والخميس والنيروس بدعة وحشة. Er sagt, dass das Gleichmachen wie الذمة. الذمة, das ist der Christ oder Jude, der lebt in dem Land des Islams. في الميلاد, das Gleichmachen im Milad, also das Geburtstag von Jesus, angeblich. والخميس, das ist auch ein Eid, aber nicht von Christen. Und Nairuz, das ist Eid, Fest von Nairuz, das ist der Fest von Perser, von Nairuz. Eid von der Majus, Ubad al-Nar, die Anbeter der Feuer. Jetzt im Iran, die feiern noch diesen Tag, Nairuz. Es bedeutet, die sind stolz noch auf ihren Irre, bis jetzt. Eigentlich, die haben andere Religion eigentlich, diese Schia, Rafida. Die feiern noch diesen Tag an Nehruz. Er sagt, dies alles, Bid'atun Wahisha, das ist eine schlechte Bid'a. Diese Regel. Und die nächste Regel ist eine eigene Art von Verbot. Und das ist das Gleichmachen wie Al-Kuffar. Unter dieser Regel, es gibt zwei Dinge. Erste, das Gleichmachen wie sie in ihren Besonderheiten und Spezialitäten. Das ist in ihren Besonderheiten und Spezialitäten. Und die Erklärung dieser Regel ist so. Sheikh al-Islam sagt, وَأَصْلٌ آخَرُ وَأَنَّ كُلَّ مَا يُشَابِهُونَ فِيهِ مِنْ عِبَادَةٍ أَوْ عَادَةٍ أَوْ كِلَيْهِمَا هُوَ مِنَ الْمُحْدَثَاتِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمِنَ الْبِدَعِ إِذِ الْكَلَامُ فِي مَا كَانَ مِنْ خَصَائِصِهِمْ sagt. Und Aslun Akhar. Und das ist eine Grundlage. Und alles, was die Muslime gleich machen, wie sie in ihren Anbetungen und ihren Gewohnheiten oder die beiden, ist eine Erneuerung in dieser Umma. Und das gehört die Al-Bidah. فَجَمِيعُ الْأَدِلَّةِ Alle Beweise von Al-Quran und Sunnah, die Einigung, dass diese Taten und alle Beweise aus Koran und Sunna und die Einigung, dass diese Taten ist eine Bid'ah. Und die ist eine entweder Haram oder Makruh. تندرج هذه المشابهات فيها فيجتمع فيها أنها بدعة محدثة. Also in diesem Bid'ah gibt es zwei schlechte Dinge. Erstmal, das ist ein erneuerter Bid'ah. Zweitens, das ist ein Gleichmachen wie Al-Kuffar. Und jede von den beiden Eigenschaften ist ein Verbot. Jede von den beiden ist ein Verbot. Die zweite Sache. مشابهة الكافرين فيما أحدثوه مما ليس في دينهم. Die zweite Sache ist das Gleichmachen, wie sie in einer Tat was sie selbst erneuert haben. Was gehört nicht ihrer Religion,
sondern sie haben es erneuert. والابتداع يقع بمشابهة الكافرين من جهة كونه خروجا عن نظام الدين. Wir sagen, warum ist das Bid'ah? Er sagt, das ist ein Bid'ah, weil das ist ein Austreten aus dem System der Religion. Weil das Gleichmachen wie Al-Kuffar ist eine Grundlage. Eine Grundlage in der Zerstörung der Scharia. وظهور الكفر والمعاصي ودي Glaubensverweigerung und die Sünden werden sichtbar dann. كما أن المحافظة على سنن الأنبياء und das Festhalten an die Sunna und Art und Weise von Propheten ist auch eine Grundlage von allen Arten von Gutes. Und wenn wir es Sunna lassen, dann werden wir Al-Bid'ah machen. Und die beiden sind Grundlage. Also das Folgen von Propheten ist eine Grundlage des Gutes. Und das Gleichmachen wie Al-Kuffar ist eine Grundlage im Schlechten. Weil dann die Glaubensverweigerung und die Sünden werden schön sein und werden sichtbar. Er sagt, aber es ist wichtig, dass ich das lese, das ist wichtig. وَلِهَذَا حَظُمَ وَقْعُ الْبِدَعِ فِي الدِّينِ Deshalb, sagt er, Sheikh al-Islam, deshalb, die Sache der Al-Bid'ah ist gefährlich in der Religion. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا تَشَبُّهُ Auch wenn kein Gleichmachen wie Al-Kuffar ist, es ist gefährlich. فكيف إذا جمعت بين الوصفين und das ist noch gefährlicher wenn die Tat sammelt zwischen die zwei Eigenschaften also Al-Bid'a und das Gleichmachen und er sagt ومن هنا كانت مخالفة الكافرين أمرا مقصودا شرعا das die Unterschiedlichkeit zwischen uns und die anderen Kuffar ist ein Zweck von Aschara. Es ist ein Zweck von Aschara. إذ المقصود من إرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله. Weil der Zweck von Absand der Propheten ist, dass die Religion von Allah sichtbarer als alle anderen Religionen. فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. Und er sagt, und das Unterschiedlichkeit, diese Unterschiedlichkeit ist ein großer Zweck der Herabsand der Propheten. Das ist richtig, Herabsand, das ist ein Substantiv. Herabsenden, was ist Verbal Substantiv. Herabsendung, ja, richtig. Er sagt, diese Unterschiedlichkeit ist ein großer Zweck der Herabsendung oder Herabsenden der Propheten. Also das sagte er in seinem Buch Iqtida as-Sirat al-Mustaqim. Der Autor sagt, es gibt zwei Sachen, die kommen nicht in diese Regel. Also Sachen, diese Regel schließt zwei Sachen nicht ein. Was in den beiden Religionen einstimmt, weil wir haben was in unserer Religion, was sie auch haben. Und sie haben das von Musa oder von ihrer Religion, was richtig ist. Wie das Fasten von Ashura. Wir fasten Ashura und die Juden fasten auch Ashura. Das ist kein Bid'ah, weil das kommt von Prophet Musa. Und das kommt auch von unserem Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Also das ist kein Bid'ah. Und auch zweite Sache, ma la yutasawwaru fihi ikhtisasun bih, was nicht ihre Besonderheit ist, was alle Menschen machen. Was die Natur des Lebens
was gehört der Natur des Lebens? Das wird zum Beispiel Industrie oder Gewohnheit, menschliche Gewohnheit. Das schließt diese Qaida nicht ein. Das ist kein Bid'ah. Die 17. Regel. Das Nachmachen wie Al-Kafirin, Mushabahatu Al-Kafirin, fima ahdathu, in was sie erneuert haben, was nicht ihrer Religion gehört, in der Anbetung und auch in der Gewohnheiten. Das ist eine Bid'ah. Also was nicht Besonderheit von ihnen, sondern was sie erneuert haben, sie selbst erneuert haben. Moment, also wir haben jetzt eine Stunde, Moment 17. Also das ist die 17. Regel. Wir haben 23. Regel, das bedeutet, ist noch 7, ne? Ist noch 7. Ja, ist noch 7 Regeln. Also die 7 Regeln werden wir in der nächsten Halaqa alle. Inshallah werden wir alle lesen, damit wir nächste Halaqa unserer Dars beenden, inshallah. Inshallah, wir beenden jetzt unsere Halaqa. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.